Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, Frau Kopper hat die vorweihnachtliche Harmonie bereits angesprochen. Ich finde es auch sehr schön, dass wir uns mit allen 5 Fraktionen auf diesen Antrag verständigen konnten. Es wäre natürlich bei einem so wichtigen Thema auch schön, wenn wir vielleicht die Beteiligung das nächste Mal für so ein Thema auch ein bisschen erhöhen könnten. Denn immerhin, wir sind alle schon mal da, das ist schön, aber immerhin sprechen wir ja über ein Thema, was im Grunde genommen einfach zu den entscheidenden Punkten innerhalb der Gesellschaft gehört. Kaum etwas ist so eine hohe Ordnungsfunktion innerhalb von Gesellschaft wie Geschlechterzugehörigkeit. Und dementsprechend ist Geschlechtersensibilität eine entscheidende Schlüsselkompetenz bei der Begleitung von Jugendlichen im Übergang Schule und Beruf. Denn es geht eben nicht nur darum, Nachteile abzubauen, es geht auch darum, Möglichkeiten zu eröffnen und Potenziale zu heben. Denn bislang müssen wir leider feststellen, dass das Berufswahlverhalten von Mädchen und Jungen nach wie vor von Stereotypen geprägt ist und Mädchen immer noch aus einem relativ kleinen Spektrum aussuchen, zum Beispiel Verkäuferin, Kauffrau im Einzelhandel, Bürokauffrau, medizinische Fachangestellte oder zahnmedizinische Fachangestellte. Gleiches gilt für Jungs, bei denen in der Hitliste Kfz-Mechatroniker weiterhin ganz vorne liegt, vor Industriemechaniker, Kaufmann im Einzelhandel, Elektroniker oder Anlagenmechaniker. Das bedeutet, mehr als die Hälfte der jungen Frauen tritt eine Ausbildung in einem Spektrum von nur 10 Berufen an. Das ist aus meiner Sicht zu wenig. Die Jungs sind da ein bisschen breiter aufgestellt, nur in Häkchen. Verzeihung. Ein Drittel ergreift einen Beruf aus den Top 10. Nichtsdestotrotz gibt es so viele Berufe, aus denen man auswählen kann. Und ich glaube, wir alle miteinander hoffen, dass wir es über die Maßnahmen wie beispielsweise den Boys Day, aber auch den Girls Day erreichen können, dass Mädchen und Jungs ihr Berufswahlspektrum erweitern. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Rollenzuschreibungen und Rollenerwartungen bestimmen auch weiterhin das Berufswahlverhalten von Jungen und Mädchen. Klassischerweise gehen Jungen, ich habe es gerade erwähnt, in den gewerblichen technischen Bereich, während Mädchen in den Dienstleistungsbereich gehen. Und Herr Kern, ich stimme Ihnen vollkommen zu, da sind wir ja auch absolut einer Meinung, dass gerade die pflegerischen Berufe und die sozialen Berufe aufgewertet werden müssen. Aber, und das möchte ich nur noch mal unterstreichen, ist gar kein Gegensatz oder Widerspruch zu Ihnen, sondern ich möchte es einfach nur unterstreichen, nicht nur, um diese Berufsfelder auch attraktiver für Männer zu machen, sondern einfach, weil diese Berufsfelder es verdienen und auch die Frauen, die in diesen Berufsfeldern arbeiten, es verdienen, anständig bezahlt zu werden. Denn für Mädchen bedeutet es, in diesen sogenannten Frauenberufsfeldern unterwegs zu sein, oftmals eine schlechte Bezahlung und mangelnde Aufstiegschancen. Aber eben auch Jungen sollen möglicherweise hier neue Chancen und neue Möglichkeiten für sich entdecken. Deshalb gibt es neben dem Girls Day seit 4 Jahren auch den Boys Day. Und der Jungen Zukunftstag wird sich genau mit diesen Berufsfeldern 2015 auseinandersetzen, nämlich Zukunftsberuf Erzieher, Zukunftsberuf Pfleger. Ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Impuls, um dort eben Jungen auch einfach die Zugänge unter Umständen zu erklären, zu erläutern, ihnen Vorbilder zu zeigen. Gibt es auf der Homepage vom Jungen Zukunftstag sehr schöne Clips dazu mit Vorbildern, was Erzieher und Pfleger angeht. Allerdings, das ist trifft für den Boys Day genauso zu wie für den Girls Day. Das darf keine Eintagsfliege sein. Es geht nicht darum, einmal kurz irgendwo reinzuschnuppern, ein bisschen was anderes zu machen, als normal in der Schule zu sitzen, sondern es muss eingebettet sein in ein ganzheitliches Konzept zur geschlechtersensiblen Berufswahlorientierung. Und unser gemeinsamer Antrag gibt dafür ja auch einige Ansätze vor. Es geht darum, in den Praxisphasen in der Berufswahlorientierung in sozialen und pflegerischen Berufen auch vermehrt um Jungen und junge Männer zu werben und diese Berufsfelder für sie auch attraktiver darzustellen. Es geht darum, dass der Boys Day ein guter Aufhänger ist, aber in den Unterricht eingebettet sein muss. Es muss auch darum gehen, im Unterricht Geschlechterstereotypen zu thematisieren und darüber auch zu dekonstruieren ein Stück weit. Und ich möchte noch sagen, mit dem Projekt Genderkompetent NRW unterstützt die Landesregierung ein Trägerkonsortium aus unterschiedlichen Organisationen wie FUMA, der Fachstelle Gender, dem Handwerkerinnenhaus Köln, dem Frauenforum e.V. und dem Kompetenzzentrum Technik, Diversity und Chancengleichheit, eben gerade mit dem Ziel, dass das nicht nur in der Schule thematisiert wird, sondern richtiger und wichtigerweise auch die Gendersensibilität und die Genderkompetenzen bei Beraterinnen und Beratern in den Arbeitsagenturen erhöht wird, bei den Kammern und anderen im Prozess Beteiligten. Denn ich glaube, wir sind uns alle einig, das haben wir auch mit diesem Antrag zum Ausdruck gebracht, dass geschlechtersensible Berufswahlorientierung und Begleitung von jungen Menschen
Kompetenz braucht und Qualität braucht. Und ich freue mich sehr, dass wir so kurz vor Weihnachten so große Harmonie in diesem Bereich herstellen konnten, nachdem wir bei der letzten Sitzung uns über die Frage von Männern und Frauen noch ein bisschen gestritten haben. Aber heute ist uns das, glaube ich, sehr gut gelungen. Vielen Dank und frohe Feiertage.